artgerechte Tierhaltung, Fleisch und Wurst wie damals, frisch aus der Hofschlachtung. Gibt es sowas heute noch? Ja, auf dem Bauernhof der Familie Kehrt in Kandel. Neben der konventionellen Landwirtschaft mit Mais, Getreide, Heu und Stroh hat die Familie Kehrt die traditionelle Tierhaltung mit Rindern, Schweine, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Geflügel. Norbert Kehrt ist Landwirtschaftsmeister. Er kümmert sich um die landwirtschaftlichen Aufgaben und seine Frau Martina Kehrt, sie ist auch gelernte Köchin, kümmert sich mit Tochter Lisa um die Tierhaltung auf dem Bauernhof. Die Tiere weiden, wie man es von früher kennt, bis zum Spätherbst auf hofeigenen Weideflächen in der Nähe des Hofes in Kandel. Im Winter werden nur Futtermittel aus eigenem Anbau verfüttert. Die Kälber bekommen ihre Milch von den Muttertieren und werden so auf natürliche Art und Weise großgezogen. Somit ist eine artgerechte und stressfreie Haltung gewährleistet. An regelmäßigen Terminen findet auf dem Hof Kehrt die Hofschlachtung statt. Geschlachtet wird ab Oktober bis April. Sie können sicher sein, dass Sie hier erstklassiges, gesundes Qualitätsfleisch bekommen. Schinken, Salami, selbst zubereitete Fertiggerichte und auch Dosenwurst sind das ganze Jahr im Hofladen erhältlich.